No, adesso qui immagino, vero? Buonasera! Buonasera a tutti! Buonasera! Eccoci! Ja, hallo! Schön, einen schönen guten Abend meinerseits. Mein Name ist Francesco Shapira, Project Manager in der italienischen Handelskammer für Deutschland. Wir sind heute hier mit Stefania Lettini. Buonasera a tutti, herzlich willkommen. Wir freuen uns, mit euch heute Health Chef zu kochen. Grazie. Und Graziella Cucchiara. Buonasera a tutti. Ja, heute ist ein sehr spezieller Tag für Italien. Ist nämlich ein Nationalfeiertag und ist ein Fest, weil genau vor 75 Jahren am 2. Juni 1946 hat das italienische Volk in eine große historische Abstimmung die Republik gewählt. Und wir feiern heute in digitaler Form mit einer der größten Schätzen Italiens, und zwar unsere Esskultur. Und ich freue mich auch sehr, dass die italienische Botschaft in Berlin auch mit uns feiert. Mit uns verbunden ist Herr Botschaftsrat Lungarotti, dem ich gerne das Wort gebe. Hallo, Herr Lungarotti. Hallo, vielen Dank. Ich hoffe, Sie können mich hören. Vielen Dank an ITCAM, die italienische Handelskammer in Deutschland, und Venice Promex für diese Initiative, die Authentic Italian Table, mit solchen tollen Produkten von einer Region wie Veneto, wo die Vielfalt von Landschaft, Natur und Kultur meiner Meinung nach fast unerreichbar ist. Ich freue mich sehr, heute an dieser Initiative teilnehmen zu können, in Vertretung unserer Botschaft, an den Tag, wo wir unseren Nationaltag feiern, la Festa della Repubblica. Wir bedauern, dass dieses Jahr wegen der Pandemie wir noch nicht als Botschaft, wie es in der Vergangenheit war, feiern dürfen. Aber wir glauben, dass das letzte Mal ist, wo wir kein Event in Präsenz organisieren können, und im 21 werden wir bestimmt alles nachholen. Wir freuen uns auf jeden Fall auf die Rezepte von heute. Lebensmittel und Ernährung ist nicht nur ein wichtiger Teil von unserer Wirtschaft mit 44 Milliarden Euro Export und fast 6 Milliarden von denen nach Deutschland, aber auch ein Mittel für die Verbreitung der italienischen Kultur und die Grundlage von unserer Sozialität und unsere gemeinsame Freundschaft. Jetzt will ich nicht weiter zwischen euch und diese fantastischen Rezepten bleiben, und deswegen wünsche ich euch viel Erfolg. Dankeschön, Herr Botschaftsrat. Bitte. So, ich glaube, wir können auf Italien und die italienische Republik stoßen. Anstoßen, auf jeden Fall. Wir haben heute mal einen gesunden Cocktail uns für euch überlegt. Und zwar einen Condimento di Mela Spritz mit einem biologisch hergestellten Condimento aus Äpfeln. Und den mischen wir ganz einfach mit ein bisschen Tonic Water. Also probiert es mal aus. Es muss also nicht immer Alkohol sein, sondern es macht auch total viel Spaß, mal was Alkoholfreies auszuprobieren. Wir haben hier ein Indian Tonic Water gewählt von einem kleinen Start-up. Natürlich biologisch zertifiziert. Und genau, und den gießen wir jetzt einfach auf hier. Schaut mal hier, es ist ungefähr ein bisschen nach Gusto machen, ja. Auch von der Farbe, es soll so schön karamellig sein. So, und meine liebe Kollegin, die Graziella, die hat bestimmt Lust, uns hier ein paar Apfelscheiben erstmal reinzutun. So, weil das Auge trinkt ja auch mit. In der Zeit mache ich direkt den nächsten Cocktail. Und dann in der Zeit mag der liebe Francesco uns vielleicht ein bisschen was erzählen über dieses Projekt. Ja, gerne. Also wir streben heute hier dank dem Projekt True Italian Taste, ein Projekt zur Förderung italienischer Lebensmittel in Deutschland und weltweit. Das Markenzeichen Made in Italy ist natürlich in Deutschland und weltweit bekannt und geschätzt. Aber genau weil das so geschätzt ist und sehr bekannt ist, wird oft auch als Mittel benutzt, um einen Mehrwert den Produkten zu geben, die eigentlich nicht in Italien produziert sind. Diese Produkte sind als Italian-Sounding-Produkte benannt, und das Phänomen heißt Italian-Sounding-Phänomen, was
jährlich ungefähr 90 Milliarden Umsatz erwirtschaftet. Das ist fast dreimal der italienische Export weltweit. Das ist ein großes Problem, aber das ist auch nicht illegal, Italian-Sounding-Produkte zu verbreiten. Was kann man also Italien dagegen tun? Die italienische Behörde und die italienischen Unternehmen organisieren Projekte zur Unterbindung des Phänomens Italian-Sounding bei Aufklären die Produkte, die authentischen italienischen Produkte und verkosten zu lassen. Sehr gut. Und genau das machen wir heute. Wir verkosten exzellente Produkte aus Venetien. Graciela und Stefan waren auch da und sie werden heute sehr schöne Sachen berichten und natürlich auch schöne Sachen zubereiten. Absolut. Wir freuen uns auch total drauf. Jetzt erstmal unser Cocktail. An alle, die zu Hause jetzt dabei sind, herzlich willkommen. Schnallt euch an. Es wird auf jeden Fall bunt. Es wird absolut farbenfroh. Wir haben euch ganz tolle Impressionen aus Venetien mitgebracht von unserem kleinen Trip. 71 Stunden durch Venetien. Und darauf freuen wir uns sehr. Vielen Dank erstmal, dass ihr eingeschaltet habt. Und lieber Francesco, erstmal auf uns, auf Italien. Auf Italien. Und carissima. Cin cin. Salute. Auf Italien. Sehr gut. An dieser Stelle vielleicht auch schon mal vorab ein kleiner Gruß an Dr. Daniele Nucci, unser maßgeblicher Begleiter in dieser Reise, der uns dieses zauberhafte Rezept in die Box gepackt hat und die Herausforderung uns gestellt hat, mit diesen köstlichen venezianischen Produkten zaubern zu dürfen. Und ich würde sagen, vielleicht schauen wir uns erstmal ein kurzes Intro an. Was ist Health Chef? Was ist dieses Projekt? Also gerne Film ab. Was ist Health Chef? Health Chef è un marchio registrato di proprietà di Venice Promes, agenzia per l'internazionalizzazione del sistema camerale veneto, che ha quale obiettivo primario quello di promuovere all'estero le eccellenze delle nostre produzioni. Health Chef in particolare vuole rappresentare un modello di vita sano, non è una dieta, ma rappresenta un vero e proprio modello. Per far questo abbiamo costituito un comitato scientifico d'eccellenza, dove i componenti sono nutrizionisti, professori universitari ed imprenditori. Siamo veramente molto felici di questa collaborazione tra Health Chef e True Italian Taste e questo grazie all'intervento di Assocamere Estero e di ITCAM, Camera di Commercio Italiana per la Germania. Ecco, questa collaborazione, questo fare squadra è da sempre stato un elemento importante e fondante dell'attività di Venice Promes. Ma soprattutto dobbiamo ringraziare i protagonisti, le imprese che ci hanno ospitato e che hanno fatto sì che i nostri ospiti abbiano potuto apprezzare la qualità delle nostre produzioni. Produzioni poi che saranno alla base del lavoro di Stefania e di Graciela che attraverso questi prodotti potranno portare delle ricette marchiate Health Chef e le faranno sbarcare in Germania. E tutto questo in occasione della festa della Repubblica Italiana. Ja, also das war die ersten kleinen Aufnahmen. Wir sind, wie gesagt, in Venetien gewesen. Eine wunderschöne Reise. Erstmal die Anreise war sehr schön über die Berge. Dolomiten. Also traumhaft schön. Wir würden jetzt immer so einen Mix machen aus Zubereitung und dann entsprechend immer die kleinen Takes, die wir mit der großartigen Filmcrew Gianni und Co. dort unten gemacht haben. Und so freuen wir uns auf jeden Fall auf einen sehr, sehr bunten Abend. Lasst uns erstmal starten mit dem Wasserkochen und die Haferkörner quasi in das kochende Wasser oder Brühe, Graziella? Also ich habe heute, was eine Möglichkeit wäre, selber gemachte Brühe. Und wir haben heute eine vegetarische Brühe mit Gemüse natürlich und dazu die Kruste aus unserem Piave Dop Käse. Da werden wir danach auch wieder über die Käse erzählen. Aber ich finde diese Umami und den Geschmack für die Brühe ist es eine Alternative für vegetarische Brühe sehr interessant. Genau, also super. Ich habe schon heute Mittag roch es hier schon so ganz zauberhaft. Also eine sehr, sehr schöne Geschichte. Sobald das Wasser kocht,
gebt ihr also dann die Haferkörner rein. In der Zeit, würde ich sagen, schauen wir uns einen Film an, wie es war, als wir in Venetien ankommen durften. Die ersten Impressionen an dieser Stelle auch nochmal. Herzlichen Dank an Just Divine, wo wir unglaublich schön untergekommen sind und die einfach ganz zauberhafte Lagen haben. Also, auf nach Venetien, die ersten Eindrücke hieraus. Graziella! Wie viele Stunden im Auto? Über 12 auf jeden Fall. Wunderbar. Düsseldorf. Ja, für dich. Düsseldorf? Ja, zu mir. München. Über die Alpen. Wir hatten super schönes Wetter, konnten offen fahren, konnten die Berge sehen, Dolomiten. Sind wir runtergekommen? Sehr. Und hier sind wir jetzt in Venetien. Ecco, Graziella, wir sind endlich angekommen in Venetien. Ich freue mich so. Wir suchen die mega schönsten, tollen Sachen raus, die wir für das Rezept von Health Chef dann zubereiten werden. Wir besuchen erst Nonno Andrea. Spinat, Spargel und Radicchio. Und Radicchio natürlich. Dann geht's hoch in die Berge. Wir schauen uns an Latteria Busche. Was gibt's da? Die Käse, die Kühe, das Milch. Mega. Piave. Piave, unterschiedliche Altersstufen, freue ich mich auch total drauf. Dann schauen wir uns an die super leckeren Erdbeeren von Sofia. Aroma pur wahrscheinlich. Auf jeden Fall, richtig lecker. Und dann last but not least, was gehört in jedes gesunde Rezept auch? Olivenöl. Genau. Olio extra vergine del Veneto. Brava. Los geht's. Andiamo. Wunderbar. Ja, so war das. So sind wir angekommen. Ja. Richtig, oder? Ja, also los geht's. Ich würde sagen, unser Wasser kocht jetzt. Und unsere Körner sind schon drinnen. Hast du schon reingetan? 20 Minuten. Okay. Also müssen wir kochen. 20 Minuten ja. Kochen jetzt unsere Haferkörner. In der Zeit, lass uns mal ein bisschen sprechen über Gemüse. Das ist natürlich Pfeiler einer gesunden Ernährung. Und vor allen Dingen, es macht auch immer so viel Spaß, so bunte Sachen auf dem Teller zu haben und allein auch hier schon so zu dekorieren. Wir durften besuchen Nonno Andrea. Ja, lass uns mal kurz, Radicchio ist natürlich ein super großes Thema, Graziella, Radicchio und Spargel, beides. Ja. Aber wir schnacken erstmal ein bisschen Wollen über Radicchio. Lass mal über okay. Radicchio. Radicchio gibt es die bekannte Kugel oder Rund, der heißt La Palla, so auf Italienisch, und ist der am meisten bekannte Radicchio in Deutschland. Aber es gibt viele andere Radicchio. Es gibt die Radicchio Trevisano oder Chioggia, die so ein bisschen wie eine Chicorée aussieht, mhm. aber in roter Farbe und größer. Manchmal bekommt man in Deutschland. Und der dritte ist das Schönste, ja, der Prinzessin, würde ich sagen, in der Radicchio-Welt, ist der Radicchio Tardivo. Tardivo bedeutet aus Italienisch, der kommt später. Und auf den Grund ist sehr geliebt, weil eine Exklusivität ist. Sehr schwierig zu ernten oder die Feuchtigkeit muss man immer behalten am Boden. Und eine kurze Zeit ist zu ernten. Auf den Grund bin ich sehr glücklich, dass wir eine gute Radicchio im Glas bekommen haben. Absolut, weil das ist auch gar nicht so einfach. Dieses, kannst du es mal ganz hoch halten? Das ist ganz spannend. Ne, warte mal, ich hatte den hier. Also erinnert ja, mich manchmal so ein bisschen so ein Oktopus. Guck mal, wie lang der ist. Also sehr, und vor allen Dingen, der ist so fantastisch mariniert. Also Nonno Andrea hat hier wirklich ganz, ganz großartige Arbeit geleistet. Die Saison ist immer relativ kurz für den Tardivo, aber es ist unglaublich schön, das mal live zu sehen. Gerade die kleinen Manufakturen haben ja auch so Open Days und gläserne Produktion. Also das macht sehr, sehr viel Spaß in der Zeit so. Bis März, April, glaube ich, maximal ist die Saison. Ist der letzte, ne? Die ja. Gesät wird und geerntet genau. Natürlich. Was ich sehr schön finde, ist die Farbe. Weil trotzdem die ganze Prozeduren, die den Radicchio Tardivo bekommt, ist es wirklich eine Farbe, eine richtige Farbe von Radicchio. Geschmack ist sehr gut.
Und auch gar nicht so bitter. Häufig habe ich immer so das Feedback meiner Kunden, die sagen, Radicchio ist so bitter. Erstens ist ja Bitterstoffe ja auch gut, sehr gesund. Sehr gesund, ja. Ne? Aber das ist wirklich sehr, 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 sehr schön eingebunden, dieser Geschmack. Also schaut mal, wenn ihr einen guten eingelegten Radicchio bekommt, greift mal zu. Es ist wirklich eine Geschmacksexplosion, die wir euch sehr, sehr gerne nachlegen wollen. Und natürlich auch ein absolut typisches venezianisches Produkt. Ja, also jetzt wollen wir euch aber mal entführen zu Nonno Andrea. Haben wir gerade schon erzählt, eine... Wir zeigen euch erstmal ein paar Bilder. Ich komme direkt schon wieder ins Schwärmen, weil es einfach so unglaublich schön war. Wir haben uns schockverliebt, als wir beide reinkamen. Ne? Ich glaube, wir haben beide uns einfach nur die drei Buchstaben wow zugerufen und waren einfach sprachlos von dieser unglaublichen... Ort. Von diesem unglaublichen Ort, genau. Und von den Menschen und von der unglaublichen Freundlichkeit und einfach alles hat gestrahlt. Das war sehr, sehr schön. Wir nehmen euch mit zu Nonno Andrea mit ein paar Bildern. Eccoci, siamo arrivati finalmente cara Graziella da Nonno Andrea, siamo qui con Paolo. E che bello qui! Grazie, grazie mille, buongiorno e benvenuti qua. Grazie. A Treviso, no? Siamo in azienda agricola appunto Nonno Andrea, l'hai già appena citata. Stiamo raccogliendo gli asparagi bianchi, noi coltiviamo anche gli asparagi verdi, coltiviamo tanti altri tipi di ortaggi e anche di frutta. L'azienda è un'azienda di 60 ettari, è certificata biologica. Fantastico. E ci vuoi spiegare un attimo la differenza, perché noi useremo con Health Chef i verdi. La differenza qual è? Ma la differenza, oltre al colore, che chiaramente lo possiamo vedere, è solo di coltivazione. La pianta è la stessa, è solo che tirando via il cumulo di terra, spianando il cumulo di terra, cresce l'asparago subito alla luce e diventa verde invece che, come vediamo adesso, all'interno del cumulo di terra è coperto con un film di nylon, rimane bianco. Allora Graziella, dai, andiamo a conoscere Dottor Nucci che ci spiegherà sicuramente tantissime interessanti cose sull'asparago verde e sulle sue proprietà nutrizionali. Perfetto, che saranno poi quelle che noi usiamo nella ricetta. Assolutamente, insieme. Nel nostro piatto. Potete vedere, siamo stati nei campi di nonno Andrea. Andrea, giusto. E adesso siamo felicissime, Stefania e io, di presentarvi il dottore Daniele Nucci. Esattamente. E ci racconterai un po' su questi bellissimi asparagi. Esatto, sì. Sono anche felice di raccontarvi qualcosa degli asparagi perché sono una verdura meravigliosa. Allora, avete già visto le colorazioni diverse che dipendono dall'esposizione o meno al sole. Ma la cosa che caratterizza gli asparagi è il fatto di avere dei nutrienti importantissimi. Primi tra tutti vitamina K e folati. La vitamina K è importante per la coagulazione del sangue e per le nostre ossa, mentre i folati sono importantissimi per lo sviluppo delle cellule, del DNA e sono importanti in gravidanza soprattutto. La cosa importante però, quando abbiamo una verdura così ottima dal punto di vista nutrizionale, è quello di preservarli questi nutrienti e quindi la cottura diventa un aspetto fondamentale, la preparazione in cucina diciamo più in generale. Perché? Perché ad esempio i folati sono una vitamina idrosolubile e se noi andiamo a bollire l'asparago rischiamo di perderceli nell'acqua di cottura e quindi di non assumerli. Allora, ad esempio, un consiglio è cucinarli al microonde. Oppure, come abbiamo visto qui da nonno Andrea, sarebbe una possibilità di metterli a marinare e poi sottovuoto, così uno con calma assorbe tutte le... Esatto, il sottovuoto e la marinatura è un altro metodo che può sicuramente aiutare a preservare i valori nutrizionali degli asparagi. So war das bei Nonno Andrea. Paolo, an dieser Stelle auch nochmal einen ganz lieben Gruß und an das ganze Team, die uns so warm willkommen geheißen haben. Tanti saluti zu Nonno Andrea. Der Spargel ist das Beste, ehrlich gesagt, was ich in einem Glas jemals genießen durfte. Der ist so unglaublich knackig. Also diese Prozedur, den Spargel nicht vorher zu garen, sondern einfach nur mit dieser ganz großartigen Marinade unter Vakuum zu marinieren, ist genau das, was ihn einfach unglaublich knackig
behalten lässt. Knackig, ja, du weißt, was ich meine, die Zuschauer auch. Knackig, ja, knackig ist ein schönes so Wort. So sind meine Spargel heute, knackig. Genau. Ja, und die Säure ist der Kochtechnik eigentlich. Nicht nur konservieren, sondern durch den Säure werden weicher, aber nicht so weich, damit nicht knackig bleibe. Also ich finde toll als Qualität. Absolut. Und wir haben auch gelernt, dass er hier ganz bewusst einen Apfelessig aus Südtirol benutzt, auch biologisch zertifiziert, weil das gibt dem Ganzen halt auch nicht zu viel Säure, sondern auch noch so ein bisschen diese Süße von den Äpfeln. Also eigentlich das, was wir jetzt gerade schon als Trink geholt haben, zaubern wir jetzt hier im Spargel wieder. Danach ist er kurz gegrillt worden, ganz klassisch, also so wie wir das quasi bei Nonno auch zu Hause genießen würden. Einmal kurz auf den Grill und so können wir auch außerhalb der Jahreszeiten einen großartigen Spargel genießen. Ich würde etwas für die bei uns kochen, oder mit uns kochen oder bei euch zu Hause. Vorher hatten wir den von oben vielleicht doch den Kamera. Dann kann ich besser erklären. Dann unsere Haferkoch, der muss 20 Minuten köcheln. Dann haben wir schon die Radicchio grob geschnitten. Und jetzt bin ich dabei, die wunderbare Spargel zum Schneiden. Das werden wir danach alles in unsere Salat wieder hinzufügen und mischen, wiederfinden. Alles gut. Alle möglich. Wir haben verstanden, glaube ich, was wir meinen. Ah, du machst das zauberhaft, Graziella, mit dem in diesen Rauten schneiden. Großartig. Was haben wir noch für ein Gemüse drin gehabt? Bunte Paprika, glaube ich. Genau, da kommen wir ja wieder zu Nonno Andrea. Mhm. Wo sind meine Paprika? Moment, in deine Landschaft. Oder? Ja, du hast das übrigens so schön aufgebaut hier. Großes Kompliment. Aber guck mal die Farbe. Toll. Also ja. Lila, weiß, rot. Das ist grün, ja. So wie die italienische Fest. Ja, genau, Tricolore-Farben haben wir. Ja, absolut, genau. Ja, natürlich, bunte Farben ist auch das, gesundes Essen, gute Laune, das ist natürlich alles wichtig. Und wir hatten gerade schon Dr. Daniele Nucci angesprochen. Lass uns mal den Doc fragen, wie er so zur bewussten Ernährung und zu Farben auf dem Teller steht. Also, fragen wir den Doc. Dr. Nucci. Una cosa importantissima sono i colori. Daniele, tu che ne pensi? I colori sul piatto. Assolutamente, hai perfettamente ragione. I colori sono fondamentali, uno, per invogliarti a mangiare, perché mettono allegria, e due, perché ogni colore ha un significato, cioè ci rappresenta dei componenti che sono presenti in alcune verdure e in altre meno, ma ce ne sono altri. Ogni giorno alla base della nostra alimentazione deve esserci la verdura, principalmente la frutta, i prodotti di origine vegetale in generale. E questo è importante anche per la sostenibilità della nostra dieta, perché non esagerare con i prodotti di origine animale e invece riferirsi di più al consumo di verdure e prodotti vegetali sicuramente aiuta anche l'ambiente, non solo la nostra alimentazione. Se poi possiamo anche preferire prodotti locali che sappiamo da dove vengono e che magari abbiamo un rapporto più diretto con il produttore, sicuramente è un ottimo modo per avere una sostenibilità al 100%. E questo è quello che cerchiamo di fare anche con Health Chef, cioè dare queste informazioni ai ristoratori che sono poi il veicolo di queste informazioni verso i consumatori. Ottimo, e ovviamente anche abbinato alla stagione, no? Sicuramente la stagionalità è indispensabile come la biodiversità, quindi ecco, sono tutti fattori che vanno a contribuire a quella che è un'alimentazione sostenibile. Tanti colori, tante belle stagioni, prodotti della stagione e tanta allegria sul piatto. Ja, nochmal zu diesem wunderschönen Ort. Wir haben gerade, es war gerade ein super schöner Moment, weil gerade so das Licht hier reingeschieden ist. Und es war eigentlich wirklich schon wieder Instagrammable, oder? Sieht man das? Sieht man von oben? Doch, ja. Guck mal. Wunderschön. So wie in Italien. Wir haben die Sonne mitgebracht. Ja. Als wir übrigens unsere Reise relativ kurzfristig geplant haben, dann doch mit dem Auto zu fahren, stellte sich eigentlich raus, dass es 3 Tage Dauerregen sein sollte. Ich habe mir noch schnell eine knallgelbe Regenjacke gekauft, weil ich dachte, wenigstens ein bisschen Farbe am Körper ist ganz gut. Und wir sind über die Alpen gefahren. Und was sollen wir euch sagen, liebe Freunde? Wir hatten
die ganze Zeit strahlenden Sonnenschein. Also wir wurden wirklich sonnengeküsst. Hast du nicht Angst, dass du dich schneidest? Mama mia. Nein. Also nein, du bist ja Profi. Ich, genau. Wenn nicht du, gut, wer dass sonst. Du das sagst. Auf jeden Fall. Ja, nochmal ganz kurz zu Nonno Andrea. Also wir, wer dort in der Ecke sein sollte, schaut euch das mal an. Es ist ein Farmhaus, man kann auch dort essen. Es gibt einen ganz tollen Mittagstisch. Sehr, sehr gesund, alles sehr, sehr nachhaltig. Alles, was dort angebaut wird, wird in dieser kleinen Produktionsküche direkt verarbeitet. Es gibt einen total süßen Fiat Cinquecento, der als gesundes Ice Cream Auto umgebaut worden ist. Natürlich kann man das, was alles gerade vom Feld frisch geerntet worden ist, direkt dort vor Ort kaufen. Es gibt ein ganz tolles Projekt für die Integration von Benachteiligten. Also es ist eine sehr, sehr schöne, ein sehr, sehr schöner Betrieb, der wirklich sehr, sehr schön, sehr, sehr viel Spaß macht und auch für die, ja, für, ich sag mal, für die ganze Gemeinde sehr, sehr viel Gutes tut. Insektenhotel habe ich auch gelernt, dass man dort quasi auch versucht, die gesamte, den gesamten Kreislauf dort alles gesund und so natürlich wie möglich zu erhalten. Also ja, absoluter Must-Do, ist auf meiner Google My Maps Venetienkarte schon ganz dick ja, eingetragen. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir dort bald wieder sein können. Ein weiteres Produkt, was meine liebe Kollegin, die Graziella hier gerade schneidet, ist natürlich ja, Käse. Der Piave Dop, den haben wir jetzt hier unter dem Messer. Wir schneiden den jetzt gerade in kleine Würfel. Naja, was heißt wir? Die liebe Graziella macht das gerade. Ganz zauberhaft. Und ja, wir wollen euch entführen. Nämlich nach Nonno Andrea ging es hoch für uns mit dem kleinen Cinquecento, aber immer mit dem offenen Dach und guter Laune in die Dolomiten, und zwar an den Fuße des Nationalparks von Belluno. Da ist nämlich La Tebusque, in dem gleichbenannten kleinen zauberhaften Ort Busque. Und dort wird dieser Käse hergestellt in insgesamt 5 unterschiedlichen Altersstufen. Und ja, also kommt mit ins Käseparadies. Es war köstlich. Eccoci, finalmente Graziella, siamo arrivati in montagna a Busque e siamo qui nel caseificio Busque. Chiara, buongiorno, grazie per il tuo tempo, anzitutto. Ben arrivate a voi. Siamo ai piedi delle Dolomiti Bellunesi, le montagne più belle del mondo. Qui si produce questo formaggio, che è un formaggio a denominazione, una DOP, quindi un'eccellenza del Made in Italy nel mondo. Ed è un formaggio a media e lunga stagionatura che viene fatto con latte di vacca e poi trasformato e stagionato in questi ampi magazzini dove acquisisce tutto il suo gusto, tutte le sue caratteristiche. Dimmi un po', quante forme ci sono in questo bellissimo posto? Qua ci sono attualmente 220.000 forme in stagionatura. Ascoltiamo cosa dice il dottore Lucci. Assolutamente, ci interessa assai. Siamo arrivati al punto di conoscere il formaggio Piave Dop. Ma io ho una domanda dal punto di vista nutrizionistico. E che cosa mi potrebbe raccontare? Il formaggio è assolutamente un alimento che può inserirsi in una dieta equilibrata, tant'è che nella piramide della dieta mediterranea viene inserito tra le diverse opzioni di alimenti, fonti di proteine, perché il formaggio è assolutamente una fonte di proteine, proteine di alto valore biologico, quindi molto importanti per il nostro organismo. Ma le posso anche dire che oltre a fornire proteine fornisce anche tutta una serie di altri composti importanti come ad esempio i minerali, primo tra tutti il calcio, fondamentale per le nostre ossa, ma anche potassio, fosforo, magnesio, quindi è veramente una miniera, vitamine come la vitamina A, una miniera di nutrienti importanti per il nostro organismo. La lunghezza di questo stagionamento è anche un tema importante per la parte nutrizione? È un tema importante perché da un lato appunto più aumenta la stagionatura più si riduce il contenuto di acqua e quindi anche alcuni nutrienti come i grassi si concentrano di più e quindi sono in prevalenza rispetto al fresco. Ma c'è una nota importante altrettanto che è quella legata al lattosio, cioè allo zucchero del latte. Nei formaggi stagionati, e più è lunga la stagionatura più questo avviene, il lattosio praticamente scompare perché nella fase di stagionatura i microrganismi se lo mangiano e quindi non ne lasciano praticamente traccia. E allora anche chi è intollerante al lattosio può sicuramente privilegiarsi di consumare un formaggio così buono senza avere nessun tipo di problema fondamentalmente.
so viele Käseformen. Es hat gerochen. Das war so köstlich. Wie viele Käseformen waren? Ich meine 225.000. Wahnsinn. Also ich habe sie nicht alle gezählt, aber Chiara hat sowas. War eine Käsemauer. Eine Käsewand, genau. Insgesamt wird so im Jahr dort 340.000 Käse hergestellt. Und die Graziella schneidet jetzt hier oder hat gerade hier schon ganz schön diese Streifen geschnitten, damit wir einfach nachher noch so eine schöne Dekoration haben. 5 Altersstufen hatten wir gerade erzählt, gibt es. Der Mezzano ist entsprechend, ja, da haben wir auch lange gefragt, bis wir es verstanden haben, was Mezzano ist. Ja, das ist ein Käse, der quasi in der Mitte der jeweiligen Altersstufe ist. Also wie viel Tage, Monate? Ist der Mezzano? Ja. 3 bis 4 Monate gereift. Genau, ja. Also so ungefähr. Es kommt ja auch immer so ein bisschen drauf an, wir sind in den Dolomiten. Draußen ist mehr Luftfeuchtigkeit, im Sommer ist es wärmer. Deswegen gibt es die sogenannten Käseexperten, die dann ja auch entsprechend immer mit dem Hämmerchen, was wir gerade auch im Video gesehen haben, entlang gehen und dann auch immer klopfen und gucken, wie weit ist denn jetzt der Käse gereift. Jede Losnummer hat natürlich auch direkt, ist ja alles ganz genau und akribisch dokumentiert, wann was hergestellt worden ist, sodass der Konsument eigentlich davon ausgehen kann, wenn er einen Mezzano genießt, dann hat er eigentlich immer eine sehr, sehr ähnliche Reife, einen sehr, sehr ähnlichen Reifegrad. Graziella, das war jetzt die Kruste, die du gerade benutzt hast für die, genau, für die Brühe. Ne? Ja. Weil das sagen wir ja auch immer unseren Kunden, Pecorino, Parmesan, egal, machen wir einen kleinen Seitenschwenk abseits von Venetien. Die Kruste, das ist viel zu schade, das wegzuwerfen. Mhm. Mal in Risotto mit rein oder wenn ihr einen Sugo kocht. Alles das, was sich lösen will, löst sich. Richtig? Genau, wie heute unsere Brühe. Apropos Brühe, müssen wir die Haferkerne gießen. Abgießen. Abgießen. Genau. Das haben wir gerade gemacht in der Zeit. Also abgießen und kaltstellen. Kaltstellen, genau. Abkühlen lassen. Vielleicht auch, wenn es schnell gehen muss, schnell in den Kühlschrank. Mhm. Ne? Ja, das kann man natürlich auch machen. Und und dann kann man natürlich auch. Krieg ich noch so ein Stück? Ich will mal probieren. Nein, nur eine feine Dinge, weil da brauche ich für meine Salat. Komm, einen kleinen. Ich will mal einmal. Ich teile auch. Wir sind natürlich. Ach, wir sind wie Schwester. Teilen wir alles. Auf jeden Fall. Ist perfekt. Was ist das? Wie viele Stagionature waren? 5, oder? Der älteste ist der Stravecchio, das ist der Oro. Der ist dann 12 Monate gereift. Das ist das, was ihr in dem Film gerade als, was schon relativ goldgelb war, was wirklich sehr, sehr würzig ist, was ich jetzt eigentlich auch zum Kochen nicht mehr verwenden würde, sondern wirklich zum puren Genuss. Ähnlich wie, das ist schon ein sehr gereifter Käse. Der Mezzano ist perfekt. Du meinst mit Mostarda oder Marmelade zu essen? Mhm, genau. Oder mit Erdbeermarmelade. Oder mit Erdbeermarmelade. Da kommen wir schon hin. Moment. Da driften wir schon wieder ab. Genau. Und und der Piave ist, daran erkennt man natürlich auch sehr gut, ob man einen Original-Piave hat. Das ist Latte Busca ist übrigens der einzige Produzent, der quasi die Milch verarbeitet von den Bergbauern. Also die liefern alle an diese Käserei und dann wird es dort produziert und reifen gelassen, weil es ist natürlich sehr aufwendig, so einen Käse herzustellen und sich auch jeden, was hat er gesagt, jede Woche werden die abgebürstet und gewendet. Und die 220.000 jeden Fach und also wahnsinnig Arbeit. Krass, oder? Mhm. Ja, mega Wahnsinn. Ja, also deswegen, allein schon deswegen ein absoluter Respekt an die Käserei. Und das war großartig, das mal live zu sehen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, also jetzt haben wir den Hafer abgegossen. Und was gehört natürlich immer in die italienische mediterrane Küche? Das grüne Gold. Olivenöl. Graziella, du bist ja... Soll ich probieren? Ich würde sagen, wir schauen uns erstmal selber ein paar Bilder an vom großartigen Roberto, wo wir auch waren. Wir bereiten uns schon mal auf die Verkostung vor. Aber wir zeigen euch erstmal, wo dieses tolle vulkanische Olivenöl hergestellt wird. Graziella, dai, andiamo a incontrare Roberto che ci presenterà l'olio che useremo per la ricetta Health Chef.
Ciao Alberto. Buongiorno, buongiorno. Ciao. Buongiorno. Ben arrivate. Grazie. Grazie. Dai, è bellissimo tempo. Possiamo fare dei selfie? Sì, sì, volentieri, dai. Prendiamo il laghetto anche. Esatto. Che bello. Che c'è di bello qui? Che olive, che... Beh, allora, qui siamo nel cuore dei Colli Uganei, precisamente ad Arqua Petrarca. Siamo immersi nel nostro oliveto, dove predomina la varietà dell'olivo Rasara. Rasara. Esatto, la varietà particolare qui dei Colli Uganei, il quale olio esce con delle caratteristiche davvero eccezionali, che adesso vi farò assaggiare e degustare. Salute alla Germania, ciao. Bravo! Ecco le nostre olive, a maggio abbiamo ancora le olive. Non mi dire, guarda qua! Eccoci Roberto, andiamo a assaggiare un po' di tuo bellissimo olio. Sì, come promesso vi faccio assaggiare il nostro olio DOP a marchio. L'abbiamo chiamato vulcanico proprio perché i nostri colli sono di origine vulcanica e per richiamare questo prodotto eccezionale. Pensate, lo andiamo a raccogliere nella prima settimana di ottobre per dare proprio un sapore e delle caratteristiche davvero uniche. Ottimo. Adesso ve lo metterò sul bicchierino così avrete modo di assaggiarlo. 70% di Rasara e poi... E il rimanente di Leccino, che sono le nostre due varietà. Soprattutto la Rasara è una varietà davvero, davvero eccezionale. Beh, la prima idea è il carciofo. Sì. E mandorle. Carciofo. Esatto. La seconda assegnazione è la mandorla, data proprio dalla varietà Leccino. Si chiama strippaggio perché andiamo a strippare l'olio all'interno della bocca e a portarlo fino in fondo per sentire la carica fenolica. Intenso. Esatto, si sente questo piccante e amaro molto equilibrato tra di loro, proprio data dalla caratteristica dei polifenoli che contiene quest'olio. Quindi diciamo tranquillamente che quest'olio è un olio molto ricco di polifenoli, quindi fa molto bene al nostro organismo. E avendo la certificazione DOP sappiamo che stiamo usando un olio con anche un acido oleico molto alto. E perciò l'abbiamo scelto per la nostra ricetta Health Chef. Grazie. Dottor Nucci sarà molto fiero di noi. Certamente. E ovviamente siamo anche molto felici, grazie alla campagna di Food Italian Taste, di poter scoprire bellissimi produttori come te e bellissimi prodotti. Grazie. 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 Bisschen wieder da. Auf jeden Fall. Das nächste Mal bleiben wir übrigens einen Tag länger und machen noch so einen Massagetag. Mit Olivenöl. In Abano-Therme, so war mein Plan. Ja, aber das mit das aus der Region von dieser vulkanischen... Eugani. Danke. Eugani. Genau. Haben wir lange für geübt. Graziella kann es, ich kann es nicht. Dafür kann ich Olivenöl probieren. Ja, das macht meine liebe Freundin Stefania. No, das ist deine. Das ist mein Löffel, ja. Wie heißt das auf Italienisch? Wir haben leider jetzt die blauen offiziellen Verkostungsgläser nicht. Das war jetzt nicht geplant, aber wir haben das jetzt gerade spontan entschieden, weil ganz ehrlich, bei dem Dreh mussten wir ein paar Mal ansetzen, weil wir beide, glaube ich, einen ziemlichen Lachflash immer wieder bekommen haben, weil wir uns echt verschluckt haben ein paar Mal am Olivenöl. Und passt. Also, beim Olivenöl verkosten muss man strippen. Also quasi das Olivenöl schön in der Mundhöhle verteilen. Und das macht man, indem man das halt so einmal durch die Zähne durchzieht, damit man wirklich das gesamte Aromenspektrum mitbekommen kann. Ihr könnt den aber zu Hause schon versuchen. Genau, das könnt ihr zu Hause auch mit eurem guten Olivenöl extra virgin natürlich probieren. Das Besondere bei diesem Olivenöl, dass es aus diesen Hügeln, aus diesen speziellen Hügeln kommt, das ist ein Veneto DOP Olivenöl aus der Sorte 20% Leccino, 80% Rasara, also ein sehr, sehr hochwertiges Olivenöl, relativ intensiv, deswegen auch Vulcano, weil vulkanische Hügel, wie wir gerade ja auch schon gehört haben. Ja, jetzt bin ich ein bisschen nervös. Jetzt habe ich so ein bisschen... Du schaffst es. Schaff das, okay. Geht ja gut. Besser. Ja, es geht. Hat geschafft. Also vorne auf jeden Fall deutliche Noten von... Artischocken. Artischocke. Und hinten?
Mandel. Genau, also ein sehr, sehr rundes, delikates Öl. Und hinten raus richtig schön im Nachgang. Also ideal Vulkane, für den, die ich liebe. Ideal für unseren Salat. Aber ich fand wirklich sehr schön die Geschichte mit dem Nonno, dem Opa von Roberto, ne? Ja, Roberto. Fanti saluti an dieser Stelle. Nochmal vielen Dank. Und die Geschichte mit dem Moonlight. Und die Colinas. Und das war, weil der Opa immer... Achso, ja, genau. Das war der Mond, das ist sehr wichtig für den Wachsprozess von den Olivenbäumen oder den Erntezeit, die beste Erntezeit, hat der Opa immer gesehen. Ist es Vollmond, ist es anderer Mond, wie heißt Vollmond und das Gegenteil? Andere. Wie Halbmond? Sì, luna piena, luna crescente, luna menguante. Genau, also... Ja. Die Mondzyklen. Genau, Freunde. Und daher den Name. Genau, und jetzt lass mich das auch mal probieren. Jetzt bin ich so im Flow hier gerade. Und auch schön QR-Code, 100%ige Nachverfolgbarkeit. Also ihr könnt als... danke, nur so Gerard, nicht so übertreiben, danke. Die kann ich sicher wahrscheinlich probieren. Das ist ja wesentlich milder, das schaffst doch du. Das schaffst du, meine ich. Mmh. Mmh. Aber nussiger als der andere. Mmh. Großartig. Ja. Das für unseren Haferlsalat würde ich aber das bevorzugen, weil das ein bisschen. Das muss ja auch mit dem tollen Gemüse. Probier jetzt, wie schmeckt Öl ja, mit genau. Unserem Apfelessig. Mal machen wir. Hat sich geändert, der Geschmack. Mhm. Korrespondenz. Korrespondenz ist ja auch immer ein wichtiges Thema. Was kombiniert man mit den jeweiligen Pairings und dem jeweiligen Wein? Also auch eine ganz schöne Geschichte. Genau. Mhm. Gehen wir ins Paradies? Gehen wir ins Paradies, ins andere Paradies, nicht nur Käseparadies, oder sollen wir erstmal ein bisschen vermischen? Lass uns ein bisschen vermischen. Ja, okay, super. Dann habt ihr schon zu Hause alles gemacht, geschafft. wir haben jetzt unsere Hafer etwas kalt gestellt. Kalt werden lassen, genau. Eine schöne Schale, finde ich, Mama-Küche, sehr schön. Ich fand auch wirklich spannend, ich habe Hafer noch nie als quasi Reis gekocht. Ganz spannendes Thema. Ja, das eigentlich ist es so eine Alternative, eine gesunde Alternative als Reissalat. Mhm, genau. Also von den, wunderschön, wieder die Sonne scheint, von den Radicchio, ich habe nicht ganz alles geschnitten, weil wir werden ein Stück, und da bitte euch zu Hause das Gleiche machen, ich lasse ein Stück ganz, weil wir dekorieren danach unsere Teller. Genau. Sie ist auch wie ein Pulpo. Echt wie im Pulpo, ja, ne? Ja, das bringt uns in unsere Herzen. Also wir können nur über Essen reden oder so Takten reden. Normalerweise die Mädchen sprechen über Schuhe, Tasche. Ja, nee, wir über Essen. Ja, also wir sind dann auch wieder über die Berge zurückgefahren und dann gab es da so einen Berg, der hatte kein, der hatte keine. Also die Panettone-Berg. Ja. Der hatte keine Spitze. Die haben vergessen, bei dem Berg die Spitze zu machen. Und dann haben sie gesagt, das wäre ein Pandoro. Erst haben genau, Pandoro-Berg genannt. So, ja. Ich habe jetzt schon die Artischocke, Entschuldigung, die Spargel, dann die, du machst mich nervös, dann die Radicchio, die Blätter von Käse lassen wir für die Deko. Jetzt kommt unsere Piave Doctrinen. Ja. Mm. Und die Paprikas, genau. Ein bisschen Farbe. Da heben wir uns aber auch noch ein bisschen was tut auf. Tut uns ne? Gut. Nicht alles. Nicht alles. Wir müssen noch dekorieren später. Doch, aber ich bin noch nicht fertig. Ach so, okay. Genau, ein bisschen für Deko, Käse für Deko. Olivenöl. Na, das schmecken wir am Ende. Eigentlich, jetzt gehen wir zum Paradies. Wir können ja erstmal verrühren, oder?
Du willst nicht diesen Paradies gehen. Ich habe schon verstanden. Man hebt sich immer das Paradies bis zum ganz Schluss auf, oder? Super schön. Machen wir ein bisschen Vulcano. Komm. Damit ich schon ein bisschen was explosiv. Und ich würde jetzt auch ein bisschen von dem Condimento Mela noch reintun, weil das, was wir im Drink ja hatten, sagst du einfach Stopp. Stopp. Auf dieser Stelle, ich würde euch ein bisschen freilassen. Ihr könnt dann improvisieren zu Hause. Wenn ihr Frühlingszwiebel habt, dann schneidet ihr klein in dünne Scheiben das Grün, das Teil von der Frühlingszwiebel. Oder man kann auch Abrieb von einer Zitrus oder einer Zitronen. Das sind alle kreative Ideen, die ihr zu Hause machen kann. Also wir geben euch einen Input, aber ihr seid frei zu Hause. Genau, ihr könnt euch natürlich austoben. Gesund und bunt sollte es sein. Ja. Damit wir im Health-Chef-Thema bleiben. Dann hatten wir im Rezept natürlich stehen ein bisschen Erdbeeren, die so circa 12 Stück, kommt ja so ein bisschen auf die Größe an, ne? Können wir ein bisschen klein schneiden, ein bisschen größer schneiden. Und genau, während ihr das zu Hause tut, fahren wir zu Sophia. Auf ins Paradies. Endlich. Genau. Wo wir uns erstmal an den 5 deutschen Schäferhunden vorbeigekämpft haben, um dann yummy, yummy mit Erdbeerhimmel zu zaubern. Also, auf geht's. Graziella, siamo arrivati in paradiso. Mamma mia, siamo arrivati da Sofia, le fragole di Sofia che troveremo anche nel piatto Health Chef, la ricetta che abbiamo studiato con il dottor Nucci. E grazie anche al True Italian Taste, la campagna, possiamo anche scoprire adesso le tue bellissime fragole. Raccontaci un po', come mai, come nascono e l'idea. L'idea nasce un po' dalla voglia di diversificare la produzione aziendale. Abbiamo azienda agricola, produciamo cereali e abbiamo allevamento. Volevamo creare qualcosa di nuovo, fare una produzione che fosse sostenibile, non solo innovativa, e abbiamo fatto questa serra di fragole coltivate in fuorisuolo con questo sistema mobile innovativo, con una serie di vantaggi ambientali che ci permette di risparmiare suolo, risparmiare la risorsa idrica, fare una bella lotta integrata, quindi integrando gli insetti naturali per la lotta con altri trattamenti. E questo è un po'. Il sistema si chiama Up and Down. Up and Down. Ho imparato adesso. E come mai si chiama Sofia? Perché le avete messo quel nome? Beh, diciamo, so che ti chiami Sofia, ma da che è venuta l'idea? È nata in famiglia perché volevamo trasmettere un concetto molto naturale, molto familiare, molto locale per la. Quindi che trasmettesse nel marchio lo stesso principio, lo stesso sentimento che anima noi nella coltivazione. E tu quanti anni hai? 24. Giovanissima, mamma Giovane. Mia, brava! Sofia, quale varietà fate qui? Due varietà rifiorenti, sono la Vivara e la Portola. Due varietà che rifioriscono per un periodo lungo e quindi ci garantiscono una produzione per un periodo maggiore. È stata una grande novità in tutti i sensi, dal punto di vista della coltura, della tipologia di coltivazione e abbiamo dovuto imparare tutto da zero. E perché a te ti piacciono le fragole? Beh, è un frutto meraviglioso che trova ampio uso in cucina, sia con i dolci sia col salato, e poi viene impiegato un po' durante tutto l'anno, quindi trova mercato anche per periodi più lunghi. Allora, bella Sofia, vogliamo ringraziarti di questo paradiso che ci hai aperto, dove abbiamo peccato senza fine con la Stefania. Bellissimo il concetto, sei giovane imprenditrice, lo troviamo fantastico. Bravissima Sofia, veramente. Mille grazie. E grazie per il tuo tempo. Gentilissimo, allora vi posso lasciare una cassetta come ricordo di questa bellissima giornata. Eccola. Wow, mille grazie Sofia. Ti penseremo quando facciamo il piatto con True Health Chef. Grazie. Grazie. Andiamo. Mit dem Herzen sieht man besser. Das war schön bei Sophia, ne? Wunderbar. Und das hat gerochen, das war großartig. Also diese Idee, die Erdbeeren auf dem Up-and-Down-System anzubauen,
Sensationell. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich musste mich gar nicht so oft bücken, um die Erdbeere zu naschen. Es war richtig genussreich und das war wirklich, ja, es hat mir uns beiden so viel Freude gemacht, eine junge Unternehmerin zu sehen, die wirklich mit voller Leidenschaft dort und ihrer sehr, sehr fleißigen Familie diese Erdbeeren dort anbaut. Und sie hat uns ganz stolz erzählt, weil wir natürlich gesagt haben, puh, die Erdbeeren, also wir werden sie genießen, jede einzelne auf der Rückfahrt, aber wie kriegen wir die jetzt nach Deutschland zu unseren Kunden? Und sie hat uns ja schon ihre kleinen ersten Tester mitgegeben. Also es wird von ihr einen Erdbeersaft geben, einen Smoothie und Erdbeermarmelade. Du hast letzte Woche schon mit der Erdbeermarmelade eine großartige... würde gut passen mit den Käsebeeren. Mit dem Käse, genau. Gezaubert. Und sie hat uns auch ganz stolz erzählt, dass sie just an dem Tag, wo wir dann kamen mit der Kamera-Crew, ihren DHL-Vertrag unterschrieben hat für ihren kleinen ersten E-Commerce. Also das ist genau das, was ja, die moderne Landwirtschaft auch in Italien braucht, diese tollen Produkte auch weiterhin ja, anzubauen, aber halt auch zu euch in eure Wohnzimmer zu fegen. Und das ist natürlich über das Internet sicherlich ein sehr, sehr guter Weg. Zusätzlich natürlich zum Fachhandel, so wie wir hier auch, dass wir uns einfach auch dafür einsetzen und auch super gerne beraten unsere Kunden und auch einfach mit so viel Spaß erzählen von den Produkten. Und ich glaube, beides ist sicherlich ein super schöner Weg, um das echte Made in Italy und den echten True Italian Taste auf euren Teller zu bekommen. Ja, und dafür setzen wir uns ein, dafür machen wir auch super, super gerne diese Reisen, weil es einfach auch schön ist, die Menschen dahinter kennenzulernen, die entsprechend ja, diese tollen Sachen zubereiten. So, Graziella, the art of plating, die Kunst des Telleranrichtens. Man kann natürlich jetzt ein Dessertring nehmen und quasi diesen Salat so aufbauen. Wir haben uns zwar ein bisschen mehr für Freestyle entschieden heute. Wir geben geschnittene, frische Erdbeeren hier dazu. Die haben wir jetzt regional hier vom Bauern gekauft, Regionalität. Wie gesagt, das hätten die lieben, frischen Erdbeeren von Sophia jetzt nicht geschafft. Aber wir versprechen euch, sobald wir da am Zuge sind, werden wir euch updaten über die Marmelade und den Saft. So, und jetzt, oh, das sieht ja schon richtig toll aus da bei dir. Du hast jetzt was gemacht, den unseren Radicchio einmal dort. Ja, weil, habe ich dir gesagt, erinnere mich an den Oktopus ein bisschen. Genau. Und das Schönste an diesem Radicchio Tardio, eigentlich in Italien, wir genommen oder geheißt oder genannt, ja. Fiore Rosso d'Inverno, wie schön, wie romantik. Mega. Und weil wirklich, wenn ihr das Glück habt, eine zu bekommen, ist es so wie eine Blumen. Auf den Grund dachte ich... Eine Winterblüte, eine Blüte ja, des Winters. Aber eine rote Winterblüte. Deswegen habe ich gedacht, mach mal immer noch diese Spielerei mit den Form des Radicchio. Dann habe ich ein bisschen Spinat und jetzt... Babyspinat? Ganz spontan. Unsere Salat drüber. Wunderschön. Wir haben Hunger, ne? Oder? Ja. Und Francesco hat, glaube ich, auch Hunger. Herr Nucci, ist das okay, wenn wir zwei Löffel nehmen? Wir haben heute mittags auch nicht gehabt. Außerdem, das ist gesund pur. Absolut. Absolut. Und das ist auch so lecker. Bello, Graziella. So, ich habe mir ein bisschen von den Paprika... Wer hat dir den Tipp gegeben? keine Ahnung. Warst du? Ja. Oh, weißt du, ich habe auch eine Idee. Ich habe auch eine Idee. Ich möchte noch ein Basilikumblättchen drauf tun. Guck mal hier. Ja, dann gibst du mir drei, wenn schon. Drei, Babene. Ja. Frau Lettini, reißt noch mal kurz die Deko ab. Ja, ein bisschen Spannung muss sein. Letztes bei einer Session ist mir so ein Kondimentum die Mela runtergeknallt, weil ich das Kabel zu schnell gezogen habe. Ach, wir sammeln aber auch so, sowas sammelt man dann auch für Best-ofs, Behind-the-Scenes. Aber ne? Das ist die Spontaneität. Absolut. Also weil dafür ist es ja auch live. Ja, wir lieben live. Für mich war das übrigens, Graziella, nach anderthalb Jahren meine erste Reise wieder
in meiner Heimat. Das war echt schön. Ich hatte aber auch leider echt ein Tränchen in den Augen, als ich wieder zurück musste. Du meinst, wir gehen alles jetzt. Nee, weil ich wäre gerne länger geblieben. Ganz einfach. Hat Spaß gemacht mit dir. Danke dir. Gehen wir nur wieder? Caro Francesco. Können wir noch mal fahren? So, okay, genug Basilikum der jetzt hier. Nicht, der lass ich nicht. So. Ja, questo è il piatto. Das ist unser Gericht. Oh, wie schön, auch so gedreht. Toll. Ja. Che buono il Veneto, würde ich sagen, dazu. Buonissimo. Caro Francesco, jetzt die Frage, hast du Lust mit uns zu probieren? Bestimmt, oder? Vieni, vieni, vieni. Aber natürlich. Ben ritornato. Yeah. Ecco. Allora, assaggiamo questo fantastico piatto. Probieren wir diesen großartigen Teller. Wow. Ich krieg auch einen. Ja, jeder kriegt einen. Komm. Ich kriege die Gabel. Alles gut. So, dann lass uns mal probieren hier. Che buono il Veneto, Health Chef. Tolles Projekt. Buon appetito. Buon appetito. Mm. Frisch und gesund. Mm. Brava Gazzella. Grazie. Mm. Grazie, Graziella. Guarda che bello. Bellissimo. Ja, liebe Freunde zu Hause, wir hoffen, es schmeckt euch genauso gut. Wie gesagt, tobt euch aus mit den Produkten, schnuppert euch mal rein ins Veneto. Wenn ihr jetzt die nächsten Urlaubsziele noch nicht festgelegt habt, Venetien ist auf jeden Fall immer eine Reise wert. Wir hoffen, wir haben euch ein bisschen Lust gemacht auf diese gesunde Küche aus dieser wunderschönen Region. Wir sagen nochmal von ganzem Herzen Danke. Francesco, tu che dici? Ja, danke. Das ist sehr, sehr lecker. Und ich freue mich, wenn wir noch eine Reise machen und das nachher wiederholen. Okay. Und ihr, lieben Zuschauer, wenn ihr uns zugeschaut habt und ihr kocht vielleicht nach, dann schickt uns eure Impressionen. Hashtag HealthChef, Hashtag TrueItalianTaste, Hashtag ItCam. Wir freuen uns einfach, wenn wir sehen, was ihr damit gezaubert habt. Und ja, bleibt uns treu. Graziella, vielen, vielen Dank, dass du Danke aus euch München beide. Aus deiner wundervollen Kochgarage zu uns gekommen bist. Übrigens an alle, die im Umkreis von München und, na, es lohnt auch jede Reise, auch aus Hamburg runter zur Graziella. Die Kochgarage Alimentari di Graziella, da findet man auch authentische Küche, unbedingt mal hin. Wir hier sind in Düsseldorf, Letinis, wer uns Lust hat zu besuchen, auch sehr, sehr gerne. Und Francesco, wenn irgendwelche Fragen sind oder irgendwelche Kommentare, dann freuen wir uns auch, euch also dann freust du dich auch über Mail, ja, oder? Super. Also, liebe Grüße nochmal. Wir wollen nochmal Danke sagen an alle, die hier das Projekt mit unterstützt haben. Das war unsere großartige Crew, die uns dort, ja, wie gesagt, diese 71 Stunden ziemlich mit kurzem Schlaf durch die wunderbaren Orte durchgerockt haben, begleitet haben. Kamera, Drohne, ganz viel Technik, aber am Ende des Tages ging es darum, die Leidenschaft und die Passion für italienische Küche euch nach Hause zu zaubern. Das hoffen wir, haben wir damit getan. Ja. Das war's von mir. Grazie a tutti. Arrivederci a tutti. Buona festa della Repubblica. Buona festa della Repubblica. Grazie a tutti. Ciao, ciao. A presto. Grazie mille.